Was für eine Beziehung hast du denn zu den Schlümpfen? Hast du schon als kleines Mädchen mit ihnen gespielt? Kanntest du sie oder wie sieht das aus? Ja, ich glaube, die Schlümpfe gibt es länger als ich, als mich. Ich glaube, die Schlümpfe, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es die mal nicht gab. Also für mich waren die immer da und präsent und ich war als Kind ein großer Schlümpfe-Gucker und Fan und habe sie auch gegessen. Es gab ja auch diese Gummischlümpfe, die man essen konnte. Die gab es bei uns immer in der süßen Tüte im Schwimmbad. Und als diese Anfrage kam, also man kennt dich als natürlich als Model, als Moderatorin, dachtest du Synchronsprecherin, das wäre mal was Neues? War das eine Herausforderung für dich? Also ich persönlich finde meine Stimme ja ganz schlimm. Ich kann mir selber mal nicht zuhören und schäme mich eigentlich immer fremd und schalte um, wenn ich mich im Fernsehen sehe. Aber ja, aus irgendeinem Grund wurde ich zum Casting eingeladen und das Casting habe ich gemacht. Dort habe ich für mehrere Rollen vorgesprochen und letztendlich haben sie sich dann dazu entschieden, dass ich den Charakter der Schlumpfblüte bekomme. Und das fand ich selber auch am besten, weil mir die Rolle auch am ehesten lag, muss ich sagen, weil sie auch eine sehr positiver Charakter ist und es war irgendwie einfacher für mich, als jetzt jemand sehr dunklen, also mit einer sehr dunklen Stimme zu spielen oder jemand, der sehr tief und böse redet. Also das heißt, du kannst dich mit ihr identifizieren. Sie ist ja auch ein bisschen tough, sie ist mutig, sie ist auch ein Vorbild innerhalb ihrer Gruppe. Also da siehst du dich auch. Ja, sie ist ja eigentlich verspielt. Eigentlich ist sie ja verspielt, sie ist ein bisschen albern, sie ist sehr aufgeweckt, sie ist neugierig und das bin ich auch alles. Ich bin auch noch sehr kindlich eigentlich. Nicht in allen Situationen, aber wenn ich privat für mich bin, bin ich eigentlich sehr kindlich und ich finde, das sollte man auch nie verlieren. Das ist so, das ist so, genau. Gut, und bis jetzt war ja die Schlumpfine die einzige Frau im Dorf. Jetzt bei diesem Film wurde gleich ein ganzes neues Dorf mit Frauen eingeführt. Hat es dich früher nie gestört, dass es nur eine Schlumpfine gab? Es war ja einfach immer so. Man hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass es nur eine Schlumpfine gibt oder einen weiblichen Schlumpf. Die war dann halt immer so toll, ja. Man wollte eigentlich immer selber Schlumpfine sein, weil sie hatte so viele Beschützer und alle haben sie irgendwie angebetet. Und sie war irgendwie so das Mädchen, das immer alles durfte, aber gut behütet war. Und ja. Aber jetzt wird es definitiv Zeit für ein paar mehr Frauen im Film, finde ich gut. Gut, sehr schön. Was denkst du, was nimmt das Publikum von diesem Film mit? Erster Linie denke ich, ist es ein super toller Familienfilm, weil er echt schön gemacht ist. Ganz viele tolle Farben, tolle Musik auch. Die Charaktere sind total präzise und sorgfältig überlegt und ausgedacht. Und ich glaube, das ist ein Film zum Genießen einfach. Mit der Familie, mit Kids vielleicht reinzugehen, an einem Samstag, Sonntag, am Wochenende. Ich glaube, das ist perfekt. Gibt es eine Botschaft für dich? Naja, die Botschaft ist ja eigentlich, dass man zusammenhalten sollte. Ja, also sie finden quasi noch andere, das verlorene Dorf. Und stellen sich gemeinsam gegenüber Gargamel auf. Und Schlumpfine hat ja auch den Part, sie hat das dringende Bedürfnis, den anderen Bescheid zu sagen, dass er jetzt von dem Dorf weiß. Und fühlt sich einfach verpflichtet, in der Rolle den anderen zu helfen und die zu schützen. Und dieser Zusammenhalt, ich denke, dass das die Botschaft ist letztendlich, dass wir alle zusammenhalten sollten. Sehr schön. Du sagst, du magst den Film, er ist bunt, er ist witzig. Was schaust du sonst gerne privat für Filme? Ich schaue gern Serien. Ich bin kein großer Fernsehgucker. Ich gehe super gern ins Kino. Ich liebe es einfach da zu sitzen, einen guten Film zu schauen, meine Popcorn oder mein Eis zu essen. Das ist für mich purer Luxus. Das finde ich mega. Das mache ich total gern. Und wenn ich keine Lust habe, groß rauszugehen ins Kino, dann schaue ich mir irgendwie eine Netflix-Serie an. Ich habe auch meinen Laptop unterwegs immer dabei. Das geht auch im Flugzeug oder in der Bahn oder je nachdem, wo man ist, auch mal mit dem Handy. Ist halt easy heutzutage. Wie geht es jetzt für dich weiter? Hättest du Spaß, weitere Stimmen zu geben in anderen Animationsfilmen? Oder siehst du dich mehr Richtung Schauspielerin, Moderation, Model? Wo
deine Präferenz? Naja, ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Und deswegen ist ja immer irgendwann mal das erste Mal für irgendwas. Und ich habe jetzt zum Beispiel, gehe ich auch ein bisschen in Designrichtung. Ich schaue mal hinter die Kulissen, wie ist das eigentlich mit einer Produktion und so weiter. Jetzt habe ich das erste Mal eine Synchronstimme bekommen oder selbst eine Synchronstimme eingesprochen. Und das sind einfach Sachen, die ich gerne ausprobiere. Ich würde es sofort wieder machen. Es hat super viel Spaß gemacht und ist eine tolle Arbeit gewesen.